Fürst Albert II. Hat mit seinen Zwillingen einen Papatag gemacht und dabei den Europapark Rust besucht. Für das Trio ist es nicht der erste gemeinsame Abstecher in den Vergnügungspark. Fürst Albert II., 65, von Monaco hat sich seine zwei Kinder, die Zwillinge Jacques und Gabriella, beide 9, geschnappt und ist mit ihnen nach Rust, D., in den Europapark gedüst. Beinahe wie ein regulärer Papa, aber nur beinahe. Denn im Unterschied zu den Normalo-Papas und deren Nachwuchs gab es für die Fürstenfamilie keine ewig langen Schlangen. Sie teilten sich die ansonsten leeren Bahnen lediglich mit der Besitzerfamilie Mack, wie Bilder, die vom Vergnügungspark zur Verfügung gestellt wurden, zeigen. Wer nun denkt, Fürst Albert II. Habe den Ausflug nur zum Vergnügen von Kronprinz Jacques und Prinzessin Gabriella gemacht, der irrt. Denn er ist selbst ein großer Adrenalin-Fan, bezeichnet die neue Achterbahn, Voltron Nevere, laut einer Mitteilung des Parks als die großartigste Achterbahn, die er jemals gefahren sei. Töchterchen Gabriella hat dieses Adrenalin-Gen offenbar nicht vererbt bekommen. Sie fehlt auf dem gemeinsamen Achterbahnbild. Erst gar nicht angereist ist Fürstin Charlene, 46. Helm für den Fürsten. Als einstiger Bobfahrer, er trat 5-mal in Folge bei den Olympischen Winterspielen an, zeigt sich Fürst Albert II. Nicht sonderlich überraschend, als großer Fan der Schweizer Bobbahn. Vom Europaparkchef Roland Mack, 74, erhielt er dort zudem einen eigens auf Monaco gebrandeten Bobfahrerhelm. Mit seinen Zwillingen war der Fürst bereits vor 3 Jahren auf Besuch im Europapark. Damals befand sich die Welt noch in den Fängen der Corona-Pandemie, wie auf alten Bildern zu sehen ist. Abgesehen von der Fürstenfamilie tragen alle anderen Parkbesucher Hygienemasken. Was beim Bildervergleich zudem auffällt, die Zwillinge sind ganz schön groß geworden. Dem Partnerlook haben sich dennoch nicht ganz abgeschworen, zeigten sie sich 2021 noch im identischen Mäntelchen, tragen sie 2024 auffallend ähnliche Schuhe.